Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch wir sind heute so weit, dass wir die Beta 2 am Start haben. Hab soweit alles dementsprechend wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Wir mussten ja einen neuen Spielstand beginnen. Somit hieß es wieder, alle Tiere neu, alle Fahrzeuge neu kaufen, alle Fahrzeuge dann natürlich dementsprechend auf dem Hof verteilen und, und. Und diese Möglichkeit habe ich dann dafür gleich hergenommen, um mal ein bisschen umzustellen. Einige Hänger stehen jetzt woanders und das werden wir aber in den nächsten Folgen dementsprechend sehen. Da werdet ihr euch bestimmt auffallen, dass der ein oder andere Hänger woanders steht. Nun wollte ich aber in der ersten Folge in der Beta 2 mich gerne mal um den neuen Kuhstall kümmern. Optisch schaut er ja nicht recht viel anders aus. Aber hier draußen, ihr seht es schon, gibt es aktuell einen, ja, nennen wir mal, Befruchtungskäfig. Ich weiß nicht, wie man sowas wirklich richtig nennt, aber dieser Käfig wird dafür heute hergenommen, um hier, wir haben hier lauter, können wir kurz mal zeigen, wir haben im Stall nur normale Kühe und das sind keine kalbenden Kühe, extra nicht so gemacht, also in der Beta 1 war es ja so, dass du sozusagen kalbende gekauft hast und normale Kühe gekauft hast. Die normalen Kühe haben Milch gegeben und die kalbenden haben sozusagen deine Kälber gegeben, die du dann da hinten in die Boxen reingetan hast. Die hat man ja in der Beta 1 hat man die ja eigentlich so gut wie voll. Da waren, glaube ich, 6 Boxen oder so voll. Da müssen wir natürlich jetzt wieder hinkommen. Wir brauchen aber aktuell Kühe, um die zum kalbenden Kuh zu machen. Und dann kommt hier Mr. ja, Tierarzt, nenne ich es mal, oder keine Ahnung, was es ist. Er hat auf alle Fälle keinen weißen Kittel an und befruchtet die Kuh hier. Aber das schauen wir uns jetzt alles mal in Ruhe an. Was ich jetzt aber vergessen habe, ich habe hier noch kein Sperma vorbereitet. Ich muss jetzt schnell mir schauen, ob das Sperma hier, wenn ich das kaufe, wo könnte es drin sein? Es Verbrauchsmaterial wird es sein, auch nicht. Tierbedarf, da ist es. Und dann immer befüllt. So, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Nehmen wir den mal mit hoch. Sind 5 Liter. Ich weiß nicht, was wir pro Befruchtung brauchen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal einen mit nach oben. Es geht ja hier rein nur mal, um es vorzuzeigen, weil die tatsächliche Befruchtung ist auch nicht von jetzt auf gleich geschehen, sondern dauert, glaube ich, in-game eine Stunde oder so. Ich nehme hier mal kurz ein bisschen Geschwindigkeit raus. Gehen wir mal schnell hier nochmal rein. Genau, hier Echtzeit, das passt. So, und dann habe ich hier schon vorbereitet mein Traktor und da hängen wir jetzt kurz mal den kleinen Viehhänger dran. So. Fahren wir mal rückwärts rein. So. Zap, zap. Und dann fahren wir. Müssen wir hier gar nicht reinfahren, sondern wir können das, glaube ich, hier drüber laden, über das Türmenü. Schauen wir mal. So, hier ist es, das Türmenü. Und da laden wir jetzt eine Kuh auf, bestätigen die und dann steht die hier hinten in unserem Hänger drin. So, wir drehen dann hier mal einen kleinen Kreis.
fahre mal die Kuh ein bisschen spazieren. So. Und dann fahren wir die rückwärts. Rückwärts hier an diesen Stand hin. Ja. Jetzt machen wir das F1-Menü, dass wir sehen, wann wir richtig stehen. So, Tier entladen. Jetzt haben wir hier das eine Tier. Zack. Jetzt haben wir ihn mal kurz hier einfach schnell hier vor aus dem Weg. So, springen wir raus. So, hier steht die Kuh jetzt drin. Und ich würde sagen, wir geben dann, pass auf, wir müssen, glaube ich, hier noch irgendwas starten oder so. Ne, öffnen wollen wir nicht. Was müssen wir tun? Wir müssen, glaube ich, hier genau den Sperma reingeben. Er braucht 1 Liter Sperma und er legt mit seiner Arbeit los. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal kurz den Flugmodus, den hat aus. So, mal kurz schauen auf dem Feld. Er ist hier fertig, ist schön. So, jetzt müssen wir kurz das HUD wieder einschalten. So, jetzt Flugmodus HUD an. Genau, dann entlassen wir den Fahrer hier. Fahren wir später mal weg. So, darum ging es jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt einfach nur fürs Foto nicht die ganze Zeit diese Schrift im Bild haben. So, dann geht es hier nochmal rein. Wir machen nicht den Flugmodus, sondern zack hier. Und dann machen wir hier einen schönen Screenshot. Machen wir so. Machen wir das am besten. So. Schauen wir mal. So. Und los geht's. So, dann nehmen wir ihn hier wieder raus. Und den HUD wieder ein. So, und wie gesagt, wie ihr seht, die Kuh hat wohl Spaß daran. Sie wird jetzt hier, wir können ihm mal kurz mal zuschauen. Nimmt hier das Ding hoch und füllt sozusagen, hier hat er so eine kleine Sperma-Pipette abgefüllt. Ich habe ihm hier 1 Liter von meinen 5 gegeben. Und das, wie gesagt, dauert jetzt in-game, glaube ich, 1 Stunde. Dann verschwindet er wieder. Können kurz mal ein bisschen Gas geben. So. Kurz die Zeit ein bisschen nach oben geschraubt. Dann schauen wir, was passiert. Er müsste dann, glaube ich, irgendwann verschwinden. Und dann müsste die Kuh, ich glaube, hier drin schon auf dem Popo ein Merkmal bekommen. Da, aber das sehen wir jetzt gleich. So. In der Zeit können wir kurz auf unser Feld springen und die restlichen Sachen hier noch machen. Ich habe hier über Cosplay mein Feld gepflügt. So, schön schaut anders aus, aber
Das habe ich gesagt, mache ich jetzt kurz manuell. So. Einmal hier die Ecken. Ja, ich habe über Cosplay die runden Ecken eingestellt. Und dann nimmt er natürlich nur dementsprechend was mit und lässt natürlich relativ viel stehen. Aber das kriegen wir auch hin. So, fahren wir wieder hier hinter. Warten wir so bis knapp 7:30 ist. Dann schauen wir noch mal zum Stall hinter. Drehen wir hier mal um. So, fahren wir nochmal dahinter. Wie gesagt, sind ein paar Schönheitsflecken drin durch die rundgefahrenen Ecken von Cosplay, aber das soll jetzt nicht das große Problem sein, spätestens wenn angesät ist. Sieht man es eh nicht mehr. So. Hier hat man, glaube ich, ein bisschen Weizen drauf. Den haben wir geerntet, um ein bisschen was auf Lager zu haben. Aber wie gesagt, das mache ich später mal in Ruhe. Wir schauen zu unserem Kuhstall mal kurz rüber, schauen, ob er noch dabei ist oder ob er schon fertig ist. Er ist verschwunden und wie ihr seht, hier gibt es jetzt ein rotes Kreuz. Das heißt, die Kuh ist befruchtet und müsste jetzt auch im Tiermenü separat erscheinen und das tut sie aber nicht. Das ist ja sehr lustig. Kann natürlich sein, dass die erst erscheint, wenn sie im Kuhstall tatsächlich drin ist. Also holen wir sie wieder ab. Fahren wir mit unserem süßen Hänger auf die andere Seite. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir müssen den Käfig öffnen. So, jetzt fahren wir mal kurz hier hin. Da. Der greift natürlich gleich ganz rapide, der Hänger. So, jetzt hier und wir machen das F1-Menü schnell auf. Wir machen das Fangmenü auf und fahren hier rückwärts Tier auflade. So, Tier ist drauf. Wir fahren wieder an die Seite. So, hierher. Tiermenü öffnen. Wir nehmen das Tierchen, schieben es rüber. Und nun, wie ihr seht, wir haben vorher 15 schwarz-weiße Kühe gehabt, haben jetzt eine schwarz-weiß Kuh und eine schwarz-weiß Kalbend. Somit produziert diese Kuh jetzt unser erstes Kalb. Und ich werde jetzt im Nachhinein noch, denke ich mal, zwei Kühe befruchten, um dann drei Kühe mal da zu haben, um einfach zu schauen, wie viele Kälber die geben. Aber da ging es mir einfach darum, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Und ihr seht, der Tag geht langsam dem Ende zu. Es wird dunkel. Und ich würde sagen, ihr habt für die erste Beta gesehen, wie es mit den Kühen funktioniert. In der Beta 2 gibt es noch das ein oder andere.
das sich verändert hat. Aber ich glaube, der, den es wirklich die Veränderung interessiert hat, der hat schon Let's Plays gesehen. Ich habe relativ spät geupdatet. Ich habe noch auf der Beta 1 noch die eine oder andere Folge noch fertig gemacht. Und wie gesagt, die Dinge, die sich jetzt auf der Beta 2 verändert haben, wie beispielsweise, ich zeige es euch kurz, im Hühnerstall gibt es jetzt einen Brutkasten. Da kann man hier schön aufmachen, dann packt mir hier hinten die Eier und nimmt die hier, zack, rein damit. So, stellen wir mal hier ab. Machen wir den hier auf. Nehmen wir die Eier wieder. So, zack. Ihr seht, eine Kiste befüllt sozusagen den kompletten Brutkasten. Wir schalten den Brutkasten mal ein. Ihr seht, er leuchtet schön. Weil der dauert einfach ein bisschen, bis hier die ersten Küken kommen. Somit haben wir in der nächsten Folge natürlich auch noch Spaß daran. Also, das war jetzt nur ein kurzer Einblick, was es noch in der Beta 2 gibt. Dieser Brutkasten, da werden nachher kleine süße Küken draus, die man hier dann dementsprechend nehmen kann und verkaufen. Aber dazu mehr in den nächsten Folgen. Bis dann, euer Xbox Chris.